Reeperbahn-Festival, das bedeutet zunächst Musik, Musik und nochmal Musik. 475 Konzerte von über 400 Bands. Room is full of good intentions. I pull his fingers out of... Die Hamburgerin Brockhoff gilt als neuer Stern am Musikhimmel. Dabei hat sie ihre ersten Songs erst vor einem Jahr veröffentlicht. Klar, seitdem wahnsinnig viel passiert irgendwie und vor allem durfte ich mit meiner Band sehr viel live spielen, was mega cool ist und viele coole Support-Sachen spielen und die allerschönsten Momente für mich selber sind schon die, in denen ich irgendwie es schaffe, eine Emotion in einen Song zu verpacken und dann irgendwie merke, dass mir das gelungen ist. Von den Emotionen hin zu den Visionen. Das Sweet-Experiment in der Prinzenbar featuring Carsten Broster, ein Senator im Krautrock-Kontext, warum nicht? Das Reeperbahn-Festival gilt als Entdecker-Festival. Das Motto, mehr Zuversicht wagen. Ringen wir den Narren die Welt wieder ab. Erzählen wir unsere Geschichten von der Zukunft besser. Erfinden wir bessere Geschichten. Übersetzen wir sie in konkrete Politik. Es ist sensationell wichtig, das Reeperbahn-Festival für die Clubkultur, weil es einfach an einem Wochenende und den Tagen davor so geballt klar macht, welche Kraft in Live-Musik in diesen Clubs steckt und was für grandiose Kulturorte das sind. Weil das sind die Orte, an denen Neues entsteht und an denen es wirklich Spaß macht, Gemeinschaft erleben zu können. Wie zum Beispiel in der großen Freiheit. Billy Bragg und sein Überhit A New England. Im Knust Team Scheiße. Punkrock aus Bremen. Intensiv. The Terrys, australischer Indie-Rock im Molotow. Aus den USA Daisy the Great, einer der sechs Bands des diesjährigen Anchor Awards, in der Jury Katie Melua und Tony Visconti. Und gewonnen hat... The winner of the 2023 Anchor Awards is Ichiko Aoba. Ichiko! Schlusspunkt des diesjährigen Reeperbahn-Festivals, an denen vier Tage lang die Musikwelt in Hamburg zu Hause war. In den vielen tollen Clubs und auf den Bühnen dieser Stadt.